Herzlich willkommen aus dem Garinger Seestadion. Der 24. Spieltag und unser VfR trifft auf dem BCF Wolfratshausen. Die Mannschaften waren beim Aufwärmen voll konzentriert. Leider hat der VfR das Hinspiel nach einer unberechtigten roten Karte verloren. Unsere Jungs wollten natürlich nach dem Sieg in Burghausen die Siegesserie fortführen. Der BFC ist für seine starken Standardsituationen bekannt. Doch dies war unserem Torwart Basti Seibert bekannt und der Trainer stellt ihn darauf gut ein. Unser Trainer Daniel Weber war in den ersten Minuten noch nicht ganz zufrieden und nahm kleine Korrekturen von außen vor. Flo Debato nahm langsam Fahrt auf und näherte sich dem Tor. Und die Jungs fingen langsam an, sich ins Spiel zu kombinieren. Doch leider war unser Kapitän etwas zu schnell abseits. Flo Debato überraschte nicht nur die Zuschauer, sondern auch den Keeper des BFC. Mit einem direkten Freischuss schoss er das 1:0. Philipp Königshof brachte den Ball in den 16-Meter-Raum, wo unser Kapitän es sehr genau wissen wollte. Gut, aber Basti hat einfach die falsche Entscheidung getroffen. Er hatte eigentlich 20 Meter Platz zum Gegenspieler, muss den Ball nicht direkt nehmen. Natürlich muss man sich da mal beim Gegner bedanken, dass er so ein Geschenk nicht annimmt. Debato probiert es immer wieder nach feinen Dribbel aus der Distanz. Komm Flo, hol nochmal einen Hammer raus. Ein feines Solo von Georg Ball und einem Zuckerpass auf Stefan Prunitsch. Doch Co-Trainer Eder kommentierte die erste Halbzeit wie folgt. Ja, erste Halbzeit, bisschen Maschinerie mal in Gang gekommen, hat eine halbe Stunde gedauert. Erster Torschuss vom Flo, war direkt drin. Ne, es war wieder ein Zauberstück. Ja, war wieder ein Sahnestück vom Flo. Aber sind verdient mit 1:0 in die Pause gegangen. Und der Gegner hat bis dato, wir werden erstmal so weiterspielen. Und dann nochmal sage ich danke, schicke ich dich hier zu den Jungs und wir schauen mal in die zweite Halbzeit. Alles klar, danke. Herr Bruckmeier pfiff die zweite Halbzeit an. Und bevor noch alle Zuschauer auf ihren Plätzen waren, flankte Philipp Königshof in den 16-Meter-Raum und Stefan Prunitsch verlängert mit dem Kopf. Oliver Hock steht da, wo er stehen muss. Nach nur 20 Sekunden steht es 2:0 für den VfR Garching. Mit schönen Direktpässen ergab sich die Chance für Gerrit Arzberger.
Nach Standards ergaben sich immer wieder Chancen für den BCF, die Basti Seibold souverän klärt. Nach schöner Hereingabe hat Hamid Sorosch die nächste Chance für den VfR. Der BCF Wolfratshausen kam in seiner stärksten Phase im Spiel durch Marco Höfwart, der viel zu tun hatte, durch Freistößen und Eckstößen, immer wieder zu Chancen. Doch ein VfR-Spieler war immer dazwischen. Schön geklärt mit Übersicht. Oder die Kollegen trafen das Tor nicht. Nach einem Freistoß kam nochmal Hektik auf. Doch Herr Bruckmeier stand souverän und sah es richtig. Und, aus das Tor? Diesmal probierte Herr Höfert es direkt, aber Basti Seibold war wieder zur Stelle. Nico Berthold störte entscheidend und so blieb es beim 2:0. Iri Bruckmeier pfiff das Spiel ab. Hören wir mal in die Pressekonferenz rein. Herzlich willkommen, Rainer Leitl. Und natürlich Trainer von Graing, Daniel Weber. Herr Leitl, als Spiel 2:0 verloren. Ihr Fazit? Ja, Glückwunsch an. Wir haben jetzt zwei Tore gemacht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, geht das gut ein. Das ist in Ordnung für Graing. Ja, wir haben einfach im Spiel nicht so richtig Platz gefunden. Ja, wir haben zu hektisch agiert in vielen Phasen des Spieles und letztlich muss ich sagen, hat er dann ihre Erkäufer das 1:0, das war ganz klar, wenn es gibt, dass er kappen geht. Ja, ich meine, das sind die Dinge, die dürfen nicht passieren und im Endeffekt müssen wir damit leben, ja, wir werden damit leben und nächste Woche geht es wieder los. Ja, Rainer Leitl, danke. Daniel, dein Fazit für das heutige Spiel? Ja, danke erstmal, Rainer. Ich glaube, jetzt haben wir die Punkte geteilt, Hin- und Rückspiel und so ist okay. Ich muss sagen, ich habe eine sehr engagierte erste Halbzeit von unserer Mannschaft gesehen. Wir haben ein bisschen gebraucht, zwar im Gegensatz zu letzter Woche, bis wir im Spiel drin waren. Wir kommen natürlich in der zweiten Halbzeit raus und machen ein bisschen glücklich das zweite Tor schnell. Und da muss man einfach sagen, das spielt ihr natürlich in die Karten, obwohl ich dann einfach sagen muss, das tut mir ein bisschen leid für die Zuschauer. Dann haben wir ein bisschen aufgehört, haben wir den Gegner kommen lassen. Und dass sie brutale Standardsituationen haben mit Marco Höfert, das wussten wir alle. Egal ob Einwurf, Freistoß oder sonstiges, sogar Eckenspieler direkt aufs Tor, der alte Hund. Wo jetzt vom Spielerischen her der Gegner einfach gar kein Mittel gefunden hat, überhaupt in oder an unseren 16er zu kommen. Und sich auch so keine Torschance erarbeitet hat. Damit geben wir Rainer recht. Das denke ich mal, der Sieg verdient. Ja, Daniel, danke fürs Erste. Wird die Pressekonferenz für heute beendet. Vielen Dank an euch beiden und viel Glück für die Zukunft natürlich. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Einschalten. Unser VfR hat seine Siegesserie fortgeführt mit einem 2:0. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag in Bogen und somit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.